keine Partei in Ostbelgien hat ein solches Personalangebot wie die Freie Bürgerliste. Und ich bin stolz, diese Liste anführen zu dürfen. Applaus für den Spitzenkandidaten, der nochmal klarstellen wollte: Für mich ist die Zeit reif, Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft zu werden. Laut Oliver Pasch ist diese Aussage kein Wahlkampfgag. Nein, also aus dem Anspruch, Ministerpräsident zu werden, macht man keinen Gag. Ich stehe dazu sowohl mit meinem Nach- als auch mit meinem Vornamen. Ich denke, dass nach 7 Jahren Parlamentserfahrung, 10 Jahren in der Regierung, für mich die Zeit reif ist, mich für dieses Amt zu bewerben. Den Weg ebnen soll eine Liste, die als stark bezeichnet wurde. Never change a winning team, hieß die Maxime. Deshalb seien die ersten 4 Kandidaten die gleichen wie bei der letzten Wahl. Lydia Klinkenberg auf Platz 2, gefolgt von Harald Mollers und Petra Schmitz auf Platz 3 und 4. Neben den Bekannten gab es auch viele neue Gesichter. Wir haben 14 Kandidaten, die zum allerersten Mal antreten. Und wir hatten beim letzten Mal in einigen Gemeinden, das muss man offen zugeben, das haben wir auch damals zugegeben, noch Schwächen, beispielsweise in Lonzen und Kelmis. Und wenn man heute sieht, dass Daniel Hillismann in Kelmis oder auch José Grommers in Lonzen kandidieren, dann sind das wirkliche Highlights und Shootingstars. Dann kann man behaupten, haben wir aus den damaligen Schwächen heute wirkliche Stärken gemacht. Die Liste ist noch ausgewogener als damals. Wir haben Arbeiter, Selbstständige, Angestellte, Lehrpersonen auf unserer Liste. Ich bin sehr zufrieden und sehr zuversichtlich, dass wir mit dieser Liste einen 5. Sitz erreichen. Die Konkurrenz müsse sich bei dieser Liste warm anziehen, hieß es selbstbewusst. Kaum ein Redner ließ es aus, zu betonen, dass es sich bei ProDG um eine freie Bürgerliste handelt. Weil wir nachweisen können, dass man Politik auch gestalten kann, ohne eine Parteikarte zu kaufen. Und weil ich der festen Überzeugung bin, dass man die Grundwerte Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit nicht gegeneinander ausspielen darf im klassischen Parteiensystem, sondern weil man sie verbinden muss. Nur so ist eine Gesellschaft langfristig überlebensfähig. Dazu bedarf es pragmatischer Lösungen. Und die suchen wir in einem sehr engen Dialog, deshalb auch Freie Bürgerliste mit den Menschen. Büllingens Bürgermeister Friedhelm Wirz kandidiert auf Platz 5. Er versicherte aber, er wolle Bürgermeister bleiben und nicht Minister werden. Wenn es nach Oliver Pasch geht, soll Harald Mollers sehr wohl Minister bleiben. Das wäre mein Wunsch, weil ich der Überzeugung bin, und das kann man ja auch an der Leistungsbilanz nachweisen, dass Harald Mollers als Sozial-, Gesundheits- und Familienminister eine ganz hervorragende Arbeit in sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeiten gemacht hat. Bei ProDG weiß der Wähler, was er bekommt, sagt Harald Mollers. Auch er wolle weitermachen. Sein Job als Gesundheitsminister sei noch nicht zu Ende. Auf jeden Fall. Wir haben so vieles in Gang gesetzt in den letzten 5 Jahren. Da ist vieles am Laufen. Das ist sehr gut. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Wir sind beispielsweise in der Kinderbetreuung noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen in der Pflege von Senioren dafür sorgen, dass die 140 Plätze, die bereits genehmigt sind, auch schnellstmöglich gebaut werden können. Wir haben im Behindertenbereich ganz große Herausforderungen mit der Umsetzung der UN-Konvention, um nur einige Beispiele zu nennen. Das alles sind Themen, wo wir mittlerweile eine sehr große Erfahrung drin haben, wo wir im ständigen Dialog mit den Bürgern stehen. Und ich würde sehr gerne diese Bereiche auch in den nächsten 5 Jahren natürlich weiter gestalten. ProDG stehe für seriöse Sachpolitik. Laut Pasch könne man das von der Opposition nicht gerade behaupten. Ihre Kritik beziehe sich nur auf wenige Dinge. Und anders als behauptet, sei die Finanzlage nicht desolat. Man hört von der Opposition eigentlich immer noch Kommentare zu 2 Gebäuden in Eupen, dem Parlamentsgebäude und Gospod 42. Und einige Kommentare zu Auslandsreisen, vielleicht noch über ein Fest in Berlin. Ich habe noch einmal darauf hingewiesen, dass man natürlich jede einzelne dieser Ausgaben kritisch hinterfragen darf und muss. Ich habe gesagt, dass in allen Bereichen, auch bei Auslandsreisen, natürlich Bescheidenheit gelten muss. Aber das Programm der Opposition, wenn sie ernst genommen werden will, wenn sie einen Richtungswechsel fordert, darf sich nicht darauf beschränken, nur über 0,5% des Haushaltes zu diskutieren. Eine glaubwürdige Alternative zur jetzigen Regierung muss auch etwas zu den 99,5 anderen Prozent unserer Zuständigkeiten sagen. Und ich habe wenig bislang gehört zur Bildungspolitik, zur Beschäftigungspolitik, zur Sozialpolitik, zu anderen wesentlichen Politikfeldern. Auch Alfons Welz tritt bei der Wahl wieder an. Listendrücker von ProDG ist Freddy Krämer.